Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Geiler Scheiß, Alter. Wir machen im DLC weiter bei Boruto, da haben wir beim letzten Mal angefangen durchzustarten. Und wenn euch Anime-Games gefallen, schreibt mir doch eure Lieblings-Anime-Games in die Kommentare rein. Gebt mir Vorschläge, welche Anime-Games wir zusammen zocken können, weil, ja. Vielleicht habe ich welche nicht auf dem Schirm oder sowas. Wäre ganz nice. Jo, wir haben beim letzten Mal hier gestartet als Boruto. Meine Fresse, hier ist eine scheiß Fliege, die nervt mich gerade richtig. Ja, wir haben mitgekriegt, dass Sasuke wiedergekommen ist von seinem, ja, kleinen Adventure. Der wollte sich ja irgendwie selbst finden. Dann kam er wieder. Boruto mag Naruto nicht, weil er findet, dass er als Hokage zu wenig Zeit für seine Kiddies hat und deshalb will er selber kein Hokage werden, Boruto. Ja, und jetzt will er irgendwie Sasuke dazu bringen, ihm zu trainieren, damit er seinen Vater oder so herausfordern kann oder ihm zeigen kann, wie krass er ist, damit sein Vater ihn mehr beachtet. Judy, das kurz einmal dazu. Dann geht's ab in den Konoha-Wald. Mal gucken, wen wir da finden. Da, wer hätte's gedacht? Sasuke. Da ist er ja. Ja, jetzt zeig Sasuke. Ach ja, Sasuke wollte unbedingt, dass Boruto es lernt, ein Rasengan hinzubekommen. Und er hat es sogar schneller geschafft als sein Vater. Ich meine, Jiraiya hat es, glaube ich, schneller geschafft als Minato. Naruto hat es dann schneller geschafft als Jiraiya. Und Boruto hat es jetzt schneller geschafft als Naruto. Keep your eyes peeled and watch. Guck dir das an, was ich geschafft habe. Wir sind ein bisschen That klein, is ne? incredibly tiny. There's no way you could call that a Rasengan. But you managed. Aber er hat gesagt, er hat es geschafft, also hat das. You need to learn to listen to people. Er hat es ja geschafft. Sasuke hat nie gesagt, wie groß er sein soll. Es, wie groß es sein soll. Der komische Doktor. What's wrong? Der ist mir richtig suspekt. What's wrong with you, little kid? Come with me. I show you my tools. Oh, that sounds positively awful. Positively awful. I know. I've got the perfect thing for you. Ja, diese komischen Werkzeuge. What is that? If you use this, I'm sure he'll accept you. Ja. Das ist auch wieder This richtig generation dumm. is all about being cool and smart. Create the biggest results with the least amount of work. Ich meine, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt und vielleicht Boruto nicht geguckt habt, ich habe auch Boruto nicht geguckt, in der letzten Folge meinte dieser Typ hier, dieser Erfinder zu Naruto, zum Hokagen, so, ey, ich habe hier diese komischen Gadgets erfunden quasi, lass sie doch in der Shunin-Auswahlprüfung als Ninja-Werkzeug, also sag, dass man die nutzen darf, damit er bessere Tests bekommt, dass er weiß, dass die Scheiße funktioniert. Aber Naruto hat gesagt, er akzeptiert das nicht, er findet, dass eine Shunin-Prüfung also nur durch Fleiß gewonnen werden darf. Und dass da halt die Leute wirklich ihr Können zeigen sollen und nicht irgendwelche Gadgets. Also was er jetzt hier gerade erzählt, dass sein Vater ihn nur akzeptiert, wenn er halt so ein Spielzeug benutzt. Ja, das muss man gar nicht logisch denken. Da weiß man direkt, dass das in die Hose geht. Guts and effort are relics of the past. Ja, am Arsch. Danach kannst du ja gar nichts mehr. Dann musst du dich ja nur noch auf die Technik verlassen. Boruto, you will stand at the forefront of the new age.
use this, including that teacher of yours. And the seventh Hokage. Man hat es direkt gesehen, er hat ihn um den Finger gewickelt. Show me what you've really got, young man. Yeah, I wonder if Sasuke is still in the forest. I'll go and see. Okay. Haben wir das jetzt eigentlich geschafft hier schon? So. Also jetzt rennen wir quasi zu Sasuke. Er sagt, das Rasengan war zu klein. Und jetzt zeigen wir ihnen ein Riesen-Rasengan oder sowas wahrscheinlich. Giga maximiert wie bei Pokémon. Aber ich meine, am Anfang haben die gesagt, man braucht in diesen Gadgets irgendwelche Schriftrollen. Ich meine, er hat jetzt dem Wissenschaftler nicht gesagt, er bräuchte eine Rasengan-Schriftrolle. Vor allem, was macht Sasuke jetzt die ganze Zeit in dem Wald? Chillt er da, spielt er mit Ameisen? Sasuke, ich hab's geschafft. Er chillt halt einfach wirklich. Sasuke! Ich hab's geschafft. Time to make you accept me once and for all. You did well to grow that much in such a short time. I'm different from my father, and so's my talent. You are different from Naruto. I didn't want to believe it, but... So, what do you say? Fine. I'll make you my student. Ja, er hat's 100% alles gecheckt. Der ist in ihrem Kopf gefallen. Und jetzt wird er wahrscheinlich irgendwas machen, dass Boruto merkt, wie stupid das Ganze ist. So, what are we gonna do first? First I'll measure your ability. Huh? But you already did. That was your full power? No, I wasn't the least bit serious back there. Then show me your true power. Fine. I'll show you just how different I am than before. So, zieh durch. Dann zeigen wir ihm doch mal, wie schlecht wir eigentlich sind. So, einmal Chakra an und drauf. Oh, tschüss. Aha, guck mal, da hat man jetzt diese komischen Schriftrollen gesehen. Sick. Ich meine, er hat ja gesagt gehabt, dass er mehrere, mehrere Jutsu-Elemente quasi drauf hat. Das ist ein bisschen nervig, dass er kein Distanz-Jutsu drauf hat quasi. So. Komm. Nein! Mann! Ich will doch nur diesen sein Special sehen.
Ja, geil. Habt ihr surft einfach. Okay, das ist schon echt unendlich krank. Heftig. Also das sah echt mega geil aus. Ich glaube, er hat drei Elemente drauf, hat er gesagt, ne? Blitz, Wasser und Wind. Stronger than before. I told you to show me your true power. And this is your answer? What do you mean? What? I have to ask. Why did you want to become my student? Why? So that you could teach me my dad's weak points. So I can beat him. Brain dead, idiot. Brain what? Fine. I'll start training you just like you want. Yeah! Ja, jetzt muss er nochmal richtig hart ran nehmen hier. Einige Tage später. Boruto's really late. Don't tell me he forgot the tuning exam is today. No way! You're late again. Sorry. Training took longer than I thought it would. I heard my dad made you a student. How'd it go? Just wait and see. You sure sound confident. Let's hurry up and complete the paper test then, so you can show us. Paper test? It was listed on the tuning exam information sheet. Oh nein, ich hoffe jetzt nicht, dass wir auch einen Test schreiben müssen. I've been training non-stop, so I didn't even plan. Ich habe auch nicht gelernt. There will be questions about Ninja World history on the test. Oh, scheiße. There's still time before the exam, so how about doing a little review? Any ninja owes it to himself to learn about Ninja World history. Leute, lasst mich abschreiben, bitte. Come on, let's go. Konohamaru Sensei is waiting. So lernst du für die schriftliche Prüfung. Lern für die schriftliche Prüfung. Du hast immer noch ein bisschen Zeit, bevor die schriftliche Prüfung beginnt. Es gibt Menschen in Konoha, die dir Hinweise für die Prüfung geben. Gib also dein Bestes, um dich vorzubereiten, bevor du die Prüfung absolvierst. Personen mit Hinweisen sind mit einem, ja, so einer komischen Schriftrolle markiert. Die hier. Munkelt sogar, Sensei Shino hat sich auf seine Hilfe verlassen, als er die Fragen zusammengestellt hat. Erzähl mir von früher. Vor langer, langer Zeit gab es einmal einen Mann, den nannte man den Eremiten der sechs Pfade. Und Junge, Junge, was war das für ein mächtiger Mann? Er reiste durch die Länder, stiftete Frieden unter den Menschen und brachte ihnen die Lehren des Ninshu näher. Aber diese Geschichte ist so alt, dass ich wirklich kaum mehr darüber weiß. Tut mir leid. Also, gibt es noch irgendwas anderes, was du mich fragen möchtest? Erzähl mir etwas über die Entstehung von Konoha. Die meisten Menschen behaupten, es sei der Hokage der ersten Generation gewesen, Hashirama Senju, der Konoha gegründet hat. Aber die Wahrheit ist, dass es noch einen weiteren wichtigen Gründer gab. Sein Name war Madara Uchiha. Heute ist er berüchtigt als Drahtzieher hinter dem letzten Krieg, aber ohne ihn gäbe es dieses Dorf überhaupt nicht. Erzähl mir, was nach der Gründung von Konoha geschehen ist. Nach der Gründung von Konoha wurden in anderen Ländern noch viele andere Dörfer gegründet. Die größten dieser Dörfer waren die Dörfer unter dem Sand, unter dem Stein, unter den Wolken und unter dem Nebel.
Sunagakure, Iwagakure, Kumugakure und Kirigakure. Zusammen mit Konoha wurden diese Dörfer als die fünf großen Dörfer bekannt. Von diesem Punkt an machte die Geschichte der Ninja-Welt große Schritte, mit diesen fünf Dörfern im Zentrum des Geschehens. Oh Gott, jetzt gibt's hier echt viele. Hey! Ach, über die Akatsuki! Quasselstrippe! Nein! Oh, ganz ehrlich. Müssen wir mit den allen reden? Ich würde ganz ehrlich sagen, wir gehen einfach zur Prüfung, weil wir sind ja alles Konoha-Kenner. Das dauert mir alles zu lange, bin ich ehrlich. Muss ich hier mit ihm reden? Ja. Ja. Muss ich mit dir reden? Ja, klar. Junge, zieh durch, Alter. Die schriftliche Prüfung, Multiple-Choice-Fragen. Scheiße, wir müssen die echt selber beantworten. Ja, wie hieß er nochmal? Sai, genau. You will all receive 10 questions. Please choose what you think is the correct. If you answer all the questions correctly. Okay, I'm gonna do this. Easy, komm, das schaffen wir. So, schreibt mir eure Antworten in die Kommentare, Leute. Geht das auf Zeit? Oh, es geht auf Zeit. Wie lautet der Name der Religion, die der Eremit der sechs Pfade einst die Menschen lehrte? Das hatten wir gerade. Ich habe so ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Ninshu. War das richtig, was falsch? Ja, und Konoha wurde von dem ersten Hokage gegründet. Von wem noch? Natürlich Madara Uchiha. Andere Länder folgten dem Beispiel von Konoha und schufen ihre eigenen Ninja-Dörfer. Die fünf größten Dörfer hießen Konoha, Suna, Kumo, Kirigakure und wie noch? Iwagakure. Wie lautet der Name, den Hanzo der Salamander im zweiten großen Ninja-Krieg Jirara zu Blade? Bla bla. Sanin von Konoha? Keine Ahnung. Der große Ninja war brutale Schlacht, sogar eine ganze junge Soldaten kamen. Welche unter den folgenden Ninjas hat auch daran teilgenommen? Der dritte? Keine Ahnung. Wie wurde der Vorfall genannt, aus Sunagakure und Utagakure sich verschworen, um Konoha zu Fall zu bringen? Weiß ich nicht. Attentat. Scheiße. Notfallgipfel. Keine Ahnung. I failed. No way. Warte mal. Gucken wir mal ganz kurz. Erste Frage war richtig. Oder? Nein. Achso, die ersten waren richtig. Eins oder vier. Ach schade, ich dachte, jetzt kommen hier nochmal die richtigen Antworten. Okay, warte, die war richtig, das war richtig. Das war falsch. Das war auch falsch. I need to make sure I prepare myself so that doesn't. What's wrong, Boruto? You're staring off into space. Ready for the Chunin exam? I'm sure you'll pass. Do your best. Ja, ja, wir können auch Zeitjutsu übrigens. Wir können in der Zeit zurückreisen. Überspringen. Ich lese es jetzt mal nicht vor, weil dann dauert das Ganze zu lange scheinbar. What's the answer to this again? Also, guck mal.
sind ja original dieselben Fragen. Okay, hier haben wir Tobirama genommen. Der dritte große Ninja-Krieg war eine brutale Schlacht, in der sogenannte ganz junge Soldaten kämpfen, welche der Unvoneinander hat auch daran teilgenommen. Ja, dann Kakashi. Attentat hat mir genommen gehabt, war falsch. Dann würde ich sagen Vernichtung. Gipfel würde ich sagen. Keine Ahnung. It's a question about my stupid dad. Der siebte, ne? Das ist für wichtig für einen, ja. Teamarbeit auf jeden Fall. Keine Ahnung. Guck mal, was wir haben. 9 von 10 Fragen richtig. Was? Das zählt nicht? Scheiß die Wand an. Iwa war richtig, Sanin von Konoha war richtig. Kakashi war richtig. Das war falsch. Vernichtung von Konoha war falsch. Vernichtung von Konoha war falsch. Okay, müssen wir nochmal an. Wir brauchen echt alle 10 dürfen richtig sein. Müssen noch richtig sein. Scheiß die Wand an. Ja, wir sind ready. So, zieh durch jetzt. Ihr wisst ja, alle guten Dinge sind 3. So, Sai, ich hab übelsten. Warte, jetzt ballern wir schnell mal durch. Madara, Iwa, Sanin von Konoha, Kakashi Hatake. So, Attentat auf Konoha hatten wir, Vernichtung von Konoha hatten wir. Das war jetzt beides falsch. Die Flammenhölle von Konoha vielleicht oder Zerstörung von Konoha. Aber 50-50 Chance. Nehmen wir jetzt einfach mal Zerstörung von Konoha. 5K-Gipfel. Geschwänzte Tiere. Siebter. Tapferkeit. Tapferkeit. Yeah, buddy. Wow, auf Anhieb, first try. Good job, everyone. Paper tests are no match for me. That's ist so. Now, there's some time. So we can rest a little. Nee, kämpfen. Prepare yourself for the next round. Okay. Easy. Ja, ich fühle mich direkt bereit. Ja. Easy. Round 2 of the Chunin exam is a flag hunt. Flaggenjagd. You'll have to search all over the Hidden Leaf Village and find flags set in different areas. Okay. If you collect a certain number within the time limit, you pass. Wie dumm ist das denn? Okay. Mit Tenten. Okay, wie viele müssen wir bekommen? Sammle die Flaggen, bevor die Zeit abläuft. Wenn du die Flaggenprüfung abschließen willst, musst du innerhalb der Zeit eine bestimmte Anzahl von Flaggen sammeln. Laufe durch Konoha und bemühe dich, alle einzusammeln. Während der Flaggenprüfung tauchen von Zeit zu Zeit goldene Flaggen auf, die den Gegenwert von 30 normalen Flaggen haben. Nach einer bestimmten Zeit verschwinden sie wieder. Deshalb solltest du Tentens Hinweisen folgen, um sie schnell einzusammeln. Sarada und Mitsuki sammeln ebenfalls Flaggen, die der Gesammel deines Teams zugeschlagen werden. Wenn du die Kommunikationssymbol berührst, kommst du mit ihnen sprechen und sogar noch mehr Flaggen einsammeln. Berühre blaue Schriften, um Boruto zeitweise zu beschleunigen. Diese bedeuten Schade, bla bla.
Bla bla. Eine Holzkiste am Boden still, stolperst du. Ja dann. 200. Eieiei. Nein. Ei. Alter. Then you should work harder. I know. Let me give you a hint about where the golden flag is. How about you, Mitsuki? I'm doing okay, I guess. What about you? Things are going great. I figured as much. You're gonna be the next Hokage for... I'm the one who's gonna be the next Hokage. So. Wir haben 61 Stück. Also ich bin ganz ehrlich, dieser Schub, Alter. In der Nähe des Kage Anwesens. Boruto, lauf mal gerade, Junge. Gehen wir hier hoch. Lauf mal einen Rundgang. Brauchen wir gar nicht. So, dann gehen wir jetzt noch einmal hier hin, wo die, lol. Gehen wir mal hier hin noch. Wir haben echt noch genug Zeit. Was haben wir da oben? Das hier. What? I found a golden flag. How are you so calm? Guess I'm one step closer to passing the second round now. Time's up. Easy. The second round's finished. Yeah, this is gonna be a cinch for us. Ja, auch. Ohne die goldene Flagge hätten wir das locker noch geschafft. Good job, you three. We could have passed that exam with our hands tied. Now we can finally go on to the third round. I've heard the third round will be a series of one-on-one spars with the five Kage. That's right. Which means it's the perfect chance to announce your names to the ninja world. Look how far we've come, Boruto. Yeah. Wie sie halt die ganze Zeit ausgeschlossen wird irgendwie. The third round won't be happening today, so you should take the rest of the day off. Okay. On the day of the third round, we'll meet in front of the exam hall. Don't be late, okay? I'm talking to you, Boruto. Okay, okay. So, müssen wir jetzt nochmal zu... Ah, ich dachte, wir müssen jetzt vielleicht nochmal zu Sasuke. Um noch ein bisschen zu trainieren, dass wir dann auch richtig schön zu spät kommen. Aber scheinbar müssen wir erstmal nach Hause zu Mutti. Also erstmal Mama Hinata sagen, dass wir bestanden haben, die erste Hälfte. 75%.
So, Mutti. Wir haben bestanden, Mutti. I'm home. Welcome home. Ach, schön im Kanon. Stand at the forefront of the new age. Use this and show all the ninja of your generation just how great this technology is. Who? Papi. Ich wollte nur gratulieren, mein Sohn. You passed the second round. Yeah. Well done, son. Geiler Typ. Keep it up. Ach komm, jetzt lass ihn nicht hängen. Gib ihm eine Fistbump. You came home just to say that? It's important, isn't it? Seriously? That's all he came back for? Komm, jetzt dürfen wir ihn nicht enttäuschen. Am nächsten Tag. Schmeiß das Werkzeug weg und mach's mit eigener Kraft, Junge. Do your best, Boruto. We'll come by to cheer you on later. Okay. It's finally time. Okay. Okay. Dafür müssen wir jetzt scheinbar woanders hin. Ach, hier kann man speichern, okay. Das heißt, wir können da hiermit doch eigentlich schnell reisen, ne? Wie ging das nochmal? So, ne? Bap. Und bap. Easy. Wait, you're actually on time today. I'm not stupid enough to be late on a date. This is the day you've been waiting for, after all. Yeah, I'm gonna do this. Wie wenn ich. Looks like you're ready. Aber das Konohamaru, das auch nicht auffällt, dass er so ein Gadget hat. A series of pure one-on-one battles. It's time for you all to show me just how far you can really go. Yeah. Okay. Ist das Rock Lee? Ist das Lee? Das ist Lee, oder? As I am sure you know, the third round is a series of one-on-one battles. Guck mal, die neuen Kage. You will be fighting your teammates, who know all your moves. It is your job to show us you have got the strength to win even in situations like these. Ah, okay, die kämpfen. Now, the third round of the Chunin exam will begin. Boruto Uzumaki from the Hidden Leaf. Okay. Yui from the Hidden Cloud. Der sieht ein bisschen aus wie Killer Bee, ne? Mit dem Tattoo. Er hat auch das Zeichen okay. Von Killer Bee und die Schwerter von Bee. Ist das sein Sohn?
Bereit. Komm, zieh durch. Ist das ein Sohn von Kenobi? Weiß das einer? Oh, komm. Yeah, buddy. Easy. Yes. Nice. Ja, das wollte ich eigentlich alles gar nicht. Geil. Junge, easy. Easy fight. I just need to make sure it's super flashy to get Dad's attention. The victor has been decided. Geil. Juhui. I can't stop here. I need to show him what I'm... Ja, geil, Esran. Easy. Sorry, but it looks like I'm gonna pwn a hidden cloud ninja instead. What was your name again? Yuri? It's Yuri. The winner is Boruto Uzumaki from the hidden... Aber dass ihm das auch nicht aufgefallen ist, dass wir dieses Gadget benutzt haben. Hey, Boruto. What's wrong? The exam isn't over yet. I just wanted to take a little breather. Oh, yeah. These battles can get nerve-wracking. I know, I know. Glaubt ihr, er weiß was? Finished with your break? So, komm. Since you're both be careful. Yeah. Ziehen wir jetzt durch. Now, the seventh battle of the Chunin exam. Boruto Uzumaki. Okay. Shikadai Nara, also from the Hidden Leaf. Shikadai Nara. I take it you are both ready. Begin. Ja, wissen wir ja schon, mit wem er angreift, hier mit seinem Schatten. Ich meine, ihm muss es ja eigentlich genauso gehen wie Boruto, weil sein Vater ist ja quasi der direkte Angestellte von Naruto, der ihn unterstützt. Gleich müssen wir erstmal... Oh Junge, er ist aber stärker. LOL! Der hat ja seinen Schatten nicht wie Shikamaru so nach vorne ausgeprägt, sondern das war ja ein Kreis. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Der hat eine krasse Range. Ah, Dreckskacke. Vielleicht machen wir das, wenn er seinen komischen... Ja, natürlich. Komm.
Komm. Scheiß die Wand an. Oh Mann. Lass mich das mit einem richtigen Dings beenden. Ja, geht doch. Ich will diese Cutscene sehen. Oder ist es dieselbe jetzt wieder mit seinem Vater, wie er da sitzt? Sorry, Shikadai, but I'm gonna end this here. Ja, schade. Ich dachte, das wäre jetzt nochmal so ein bisschen Lore, so ein bisschen Backstory oder sowas. Trotzdem erst dran, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir haben zu lange gebraucht insgesamt. That's it. The winner is Boruto Uzumaki from the hit. Yeah, I did. Dad. And I'm gonna win the next one too. What are you talking about? What the... Tools like that aren't allowed in this exam. Lee! Halle's Gesicht. Boruto Uzumaki is disqualified. Shikadai Nara wins by default. Boruto! Oh, schwierig. You're a failure as a ninja. Ooh. Let's go. The exam's still going. I'll scold you later. Scold me? Later? Dad. Do you really have time for something like that? If you had scolded me earlier, I probably wouldn't have ended up like this. Na, jetzt kannst du aber auch nicht alles auf deinen Vater schieben. Das war deine eigene Entscheidung. He's right. Katasuke? I'm also disappointed that Boruto couldn't win 7th. I was planning on announcing this after he did, but oh well. Ladies and gentlemen, the scientific ninja tool that Boruto just... It may have disqualified him. But there's no denying that it was this tool that led him this far. Katasuke! Now, 5 Kage and everyone else from the other ninja villages. I'd like to introduce these wonderful... Ach, dieser komische Typ. Another one? Who are you? The big one's Kinshiki Otsutsuki. And the other one is Momoshiki Otsutsuki. Did you decipher the scroll? Yeah, just now. It contained info on them as well. They're after the lost chakra fruit, meaning the tailed beast inside you. The scroll that Kaguya left behind stated that they would come to steal the chakra. Krass. Also doch irgendwie ihre Kinder. Kaguya started gathering up white Zetsu soldiers so she could fight back against them. Why are they all so obsessed with the fruit? They want to create a cinnabar elixir. That's right. The fruit will grant us immortality, miraculous power, and limitless ability. Don't you glare at me, you... What can I do for you? I didn't want to sully my clothing, but so...
It's good to get exercise. Rejoice, inferior creatures. Okay, also Doping. You'll have the honor of dying by my hand. Sasuke! Yeah. Ja, easy, komm. Komm, wir lassen unseren Geschwänzten raus. Er weckt das Tier in dir. Oh Junge, die sind echt strong. Und mit strong meine ich echt, dass sie strong sind. Sick. Oh, ist das sick, Alter. Oh mein Gott, ist das geil. Ja, okay, übertreib nicht. Er hat einfach die Erde zerstört. Easy. I can't believe they can keep up with both of us. They're monsters. Wow. They're really hanging on. Mehr Doping. Er macht einfach den Dragon Ball Move wie Freezer. Sasuke, take care of the rest. Got it. Let's go, Kurama! You haven't gotten rusty, have you? Good one, Naruto. Dass die anderen Kage auch überhaupt nicht helfen. Vielleicht ist das ja jetzt für ihn so ein Push, dass er jetzt doch selber trainiert, um stark zu werden. Your mom and Hima are being taken care of at the hospital. Where's Dad? The Seventh protected everyone and... got taken away. Wie da hinten einfach eine Großstadt existiert. Krass. Wolkenkratzer, Hochhäuser. When Dad was a kid, Grandpa was already dead, right?
So he never had to experience how fun it is to be the Hokage's kid. It isn't your lame generation anymore, Dad. Ja, ja, harte Worte. So lame. Lame. You're exactly right. Everyone lost respect for you after what happened at the exam. You also lost your headband. You aren't even a ninja anymore. Then your sister started crying. Your mother was injured, and your father was taken away. Without a sister to admire you, and a mother to worry about you, you're just like Naruto was when he was a kid. Oh. So what will you do now? Dad. What did Dad do? If you want to know, then ask him yourself. I'm going to save him. He's still alive. Why are you taking such good care of me, Sasuke? Because deep down, you're a strong ninja. I lost to Naruto, but you could beat him someday. How can you be so sure? You're his son. And my best student. und sein erster. Sein erster, sein bester und sein schlechtester Schüler. And more than anything, you're even more of a brain-dead idiot than Naruto was. A brain-dead idiot? You hate to lose. Don't forget us. Oh, Gaara. Those who insult the Hokage insult all five Kage. Kage! You're just like how Naruto used to be. I might tire myself out. We'll use my Rinnegan to catch up with them. Let's go up to the roof. Als ob die ihn jetzt mitnehmen. Weißt du, das ist Kage-Level-Kampf. Als ob er jetzt wirklich mitkommt. Das kann mir keiner erzählen. Aber gut, ab hier können wir erstmal eine Pause machen. Das heißt, nächste Folge geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt dran geblieben. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kommentiert fleißig. Ich versuche as soon as possible darauf zu antworten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil. Haut rein und tschüss, euer Vito.